Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von einer Servervorstellung. Und zwar wurde ich im 24-Stunden-Livestream angeschrieben von Chillcraft und habe mich mit denen dann danach auf dem TS getroffen und die haben mir ihren Server vorgestellt und gezeigt und mich gefragt, wie ich ihn finde und so und ich war halt wirklich begeistert von dem Server und fand ihn echt schön, fand, dass der viel Potenzial bietet und sie haben mich gefragt, ob ich eventuell Lust hätte, auch eine Servervorstellung zu machen und da habe ich auf jeden Fall zugestimmt, da hatte ich wirklich Lust drauf. Ich weiß ja, wie schwer es ist, so einen Server publik zu machen, bekannt zu machen und da habe ich mir gedacht, machst du doch einfach mal eine kleine Servervorstellung von diesem Server von chillcraft.net. Hier seht ihr ihn in der Serverliste. Die Adresse ist mc-shillcraft.net. Das werde ich auch nochmal extra in die Beschreibung reinpacken, den Link. Genau wie den Link zu deren Kanal. Die sind auch auf YouTube vertreten. Und haben dort auch schon einen Trailer zu ihrem Server hochgeladen. Und ich würde sagen, wir joinen doch einfach mal dem Server. Das ist natürlich falsch. Das war die falsche Minecraft-Version. Also ihr seht jetzt aber auch gerade, man braucht für diesen Server die 1.10-Version. Zum Glück habe ich die runtergeladen. Das heißt, das geht hier ganz fix. Also die Version des Servers läuft auf 1.10. Und damit dürfte es jetzt aber gehen, wenn es nicht ganz... wenn es nicht komplett verbuggt ist gerade. Ich müsste mal gerade das Bild hier ein bisschen anpassen noch. Bildschirmgröße strecken, machen wir gerade mal noch den Sound aus vom Wetter. Genau, und da sind wir hier auf dem Server von Chillcraft. Hier in der Lobby direkt hier beim Spawn. Und ja, ich finde, es fängt schon gut an, weil der Spawn hier, das ist halt alles schön gebaut, schön ja, errichtet. Jetzt weiß ich nicht, habe ich... Okay, die haben hier kein... nicht mehr fliegen. Das hatte ich beim... beim Testen hatte ich nämlich noch den Flugmodus. Aber das ist nichts weiter Schlimmes. Genau, was kann man hier machen, zum Beispiel, wenn man jetzt in der Lobby ist? Also man hat erstmal natürlich hier die Sachen, ne? So ein Schwert und ein bisschen Kartoffeln, eine Farming Axe, Snowball, Ninja Sword, das Ganze hier. Das sind nämlich alles extra Sachen, worüber ich gleich nochmal extra was erzählen kann. Und die Kohle, das ist ein Trash-Item, sage ich mal. Genauso wie das Whitecoin-System, das ist das System, mit dem man hier quasi Geld verdient. Da kann ich eigentlich, müsste ich in diese Richtung, ne, das ist die Adventure-Map, der Jump'n'Run-Parcours, da kommst du in die Farmwelt rein, genau, da kannst du dann halt hier deine Ressourcen farmen und alles, was dazugehört. Ist alles ganz interessant und nett gemacht. Dann muss ich sagen, genau, das fand ich auch extrem gut. Direkt hier beim Spawn, wenn man irgendein Problem hat, wenn man irgendwie wissen will, wie man das macht, springt man hier in die Löcher rein für die Hilfe und hat dann hier direkt alle Kategorien. Du hast hier die Hilfe zu Shops, du hast die zur Farmwelt, du kannst dir die Hilfe zu deinen Grundstücken holen, wenn du die machen willst. Du kannst dich übers Level-System informieren, über die PvP-Welt, über alles Mögliche. Das heißt, du gehst hier jetzt zum Beispiel in die Shops runter. Da wird dir hier halt ganz simpel und einfach erklärt, wie du das alles machen kannst. Denn man kann zum Beispiel im Admin-Shop kann man halt Sachen verkaufen und einkaufen. Du kannst Shops erstellen selbst und dir welche kaufen. Das ist alles ganz interessant gemacht. Und wenn man hier raus will, einfach auf die Druckplatten wieder springen nach oben. Und dann bist du schon wieder ein Stockwerk höher. Das finde ich halt echt gut gemacht, weil das halt echt übersichtlich ist und nicht viel Platz wegnimmt und ich finde, das ist wirklich eine gute Art und Weise, wie das hier gelöst wurde. Genau, dann gehen wir zur PvP-Welt. Das finde ich auch ganz interessant, weil die ist wirklich einzigartig, sag ich mal, auf diesem Server gegenüber.
anderen Servern. Zumindest habe ich so halt wirklich noch nicht gesehen auf der PvP-Welt. Das ist hier wirklich was komplett anderes. Und zwar ist hier jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob hier jemand an der Lobby ist, aber man läuft dann halt hier rum, ne? Ganz normal PvP, wenn dann halt Leute drauf sind und kann halt kämpfen. So. Da denkt man sich, was ist hier dran anders als an Cubecraft, Gomme, was weiß ich. Und das sind zum einen diese Chests hier. Da habe ich dann Lapislazuli, Gold, Slimeball, alles mögliche, was man braucht oder eben nicht braucht. Das Schlimmste ist halt die Kohle. Das ist halt, beziehungsweise diese Kohle, das ist halt das Trash-Item. Und die sind hier überall auf dieser Map versteckt, diese Kisten. Und da hat man dann halt die Möglichkeit, neue gute Items hier für den Kampf zu finden. Zum Beispiel halt ein paar von den Sachen, die ich jetzt hier noch im Inventar habe vom Testgelände. Da gehört zum Beispiel hier das Ninja Sword zu. Das hat halt dann einfach mehr Damage. Das macht 5 Multicolored Wollschüsse. Du hast Sachen wie einen Kuchen, den du gebrauchen kannst. Du kannst dir, was war das? So ein, ich glaube, einen extrem hohen Sprung gibt es. Du kannst mit so einer Art Shotgun irgendwie schießen. Oh, hier liegt ein Chicken rum. Das ist natürlich auch interessant. Und das große Special, dafür muss ich aber eigentlich sowas finden. Wenn nicht, dann kann ich euch das eigentlich auch erzählen. Aber wir machen uns erstmal auf die Suche hier in dieser Welt. Ich finde auch, das ist eine wirklich interessante Welt, weil man hat hier wirklich alle möglichen Facetten der PvP-Arena. Du hast einen Nahkampf hier, du hast, ich greife den jetzt mal nicht an, weil ich ja nur die Vorstellung mal quasi mache. Du hast die großen Flächen hier beim See zum Beispiel, wo du jetzt irgendwie mit einem Bogen schießen könntest oder mit Schlägen. So heißt es. Also das ist auch wirklich, und es sind klar jetzt so am Anfang der Zeit sind, ich finde auch, das sind hier zum Beispiel so schöne Sachen hier wie dieses Lagerfeuer. Am Anfang klar sind weniger Leute drauf, aber man, es gibt halt wirklich immer mehr und mehr Leute, die auf diesen Server kommen und guck mal, hier kannst du ganz spawnen, Pick spawnen. Und da ist auch diese PvP-Arena, genau wie die normale Lobby oder die Adventure-Lobby, die ich euch später zeigen werde, auch ganz gut gefüllt. Und du kannst aber auch auf diesem Server ganz viel machen, wenn du mal alleine bist. Jetzt finde ich das immer noch nicht, was ich haben will. Skeleton und so, das brauche ich halt alles nicht. Was man noch zu den Truhen sagen muss, die werden halt, der unterschiedlichen Truhen haben unterschiedliche Raritäten, sage ich mal. Das heißt, eine schwieriger zu findende Truhe ist halt, klar, mit besseren Stuff bestückt als jetzt eine leicht zu findende Truhe, und die Truhen werden nach bestimmten Zeiten irgendwann auch wieder gefüllt. Wenn ich das noch so richtig als Erinnerung habe. Man hat es ja gesehen an dem Schlag, also es ist das normale 1-10er Kampfsystem, was ich persönlich präferiere, weil das nicht einfach draufhauen ist, sondern wirklich mit Skill finde ich ein bisschen noch mehr verbunden ist. Du hast hier noch ein Verzo. Ach, da kannst du nicht nutzen. Okay, gut, das wusste ich nicht. Aber ich habe von den Admin-Team erfahren, dass theoretisch sogar die Möglichkeit besteht, dass man den Server halt auf 1.10 laufen lässt, aber das PvP-System in 1.8er macht, weil viele Leute natürlich die 1.8 mögen. Aber das muss natürlich erstmal entschieden werden, und das ist jetzt noch nicht in feuchten Tüchern und auch wirklich nur ein Gespräch gewesen. Also ob das wirklich kommt, alles weiß ich nicht. Aber ich finde, wie gesagt, das 1.10er-System selbst persönlich gefällt mir mehr, und deswegen finde ich das so sehr gut. Genau. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen, was ich hier habe. Und zwar haben wir jetzt eine Common Case. Die gibt es auch in Rare, in Ultra Rare oder wie die alle, die ganzen Stufen. Also kann man sich vorstellen, ne? Von einer einfachen Kiste bis zu einer besonderen. Und da kann ich die jetzt öffnen, und dann habe ich wie ein Roulette kommen dann Items, und so, dann kriege ich eine Special-Ding. Und das finde ich halt besonders gut, dass du halt wirklich
so nicht nur die normalen Sachen finden kannst, sondern auch noch einen weiteren Glücksfaktor hast, indem du diese Kisten hast. Da ist halt wirklich halt hier, das ist halt eine Rare-Sache zum Beispiel aus einer Rare-Kiste gewesen. Das hier gibt es in jeder. Dieses Schwert ist halt schon, denke ich mal, wirklich das Beste für eine Comic-Kiste gewesen. Und da gibt es halt wirklich gute Sachen, dass da auch wirklich niemand so OP ist gegenüber den anderen und dass das halt alles immer ganz geregelt und ganz gut bleibt. Und das war ja so das, was ich jetzt mal zur PvP-Welt sagen kann. Ne, hier ist das nicht, wenn ich mich nicht täusche. Ne, hier ist das nicht. Man kann auch wieder zum Spawn. Dafür muss man sich halt 7 Sekunden nicht bewegen. Das ist klar, weil sonst könntest du dich einfach mit einem Combat ausloggen. Das ist ja ganz klar. Das finde ich auch wirklich gut gemacht, dass das so quasi konsequent durchgezogen wird. Wenn wir jetzt in den anderen weitergehen, dann habe ich es hier gerade gesehen, zum Beispiel Skill. So. Und dann haben wir jetzt hier die White Coins. So, mit den White Coins können wir uns quasi Skill Points holen und zum anderen können wir uns Skill Points kaufen, die wir durch unsere Erfahrung bekommen. So, ich bin ja Level 3, seht ihr ja, ne, auch unten. Das sind meine Experience Points und das kann ich mir jetzt nicht kaufen, weil, also, ne, das kann ich mir jetzt nicht kaufen, weil ich ja nicht 4 XP Level habe. Wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe und damit kann man sich halt hier wie in typischen Rollenspielen weiterentwickeln. Und das finde ich jetzt halt ein mega guter Faktor, weil das ist halt wirklich, dass da jeder irgendwie seinen eigenen Stil bekommt und du nicht einfach huff draufhauen, sondern du musst halt wirklich auch klug skillen. Also ich finde diesen Faktor, dass quasi ja Rollenspielfaktor reingepackt wurde, den finde ich halt wirklich interessant und sehr gut und auch perfekt gelöst. Weil du dafür einfach wirklich eine Erfahrung, du musst dann halt Mobs killen, alles und so weiter. Und das finde ich halt echt schön. Hier finde ich noch, ist wichtig hinzuweisen, das sind die Player Shops. Die kann man sich einbieten, soll relativ teuer sein, aber halt auch wirklich was bringen, weil natürlich gut Sachen verkauft werden können. Und da kann ich halt jetzt, achso, muss ich wahrscheinlich ein ganzes Deck dann für verkaufen, denke ich mal. Da kann ich halt jetzt Sachen anbieten und verkaufen und mache damit halt natürlich satt Geld. Hier gibt es noch den Creeper Burger, das finde ich auch interessant gemacht. Und genau, hier, For Rent, 7 Tage, 2000 Coins. Ist halt für die eher wohlhabenden Player, habe ich so mitbekommen. Und dann gibt es natürlich noch den Admin Shop, wo man alle Ressourcen auch so bekommt. Und ich finde, das ist auch wirklich gut gemacht. Hier auch mit den Sortierungen, die Mob-Drops zum Beispiel als eigenes Geschäft. Du hast, ja, das Trade-Up war, glaube ich, für Level, oder? Ach, genau, nee, stimmt, genau, das war das mit den Kisten. Da kann man dann, wenn ich jetzt diese Kisten zum Beispiel eingesammelt habe und dann will ich aber halt eine Rare haben oder eine Legendary oder was weiß ich, dann kann ich quasi wie bei CSGO die Items sammeln, nicht öffnen und dann halt auf das nächst bessere gehen. Ist dann auch wieder eine Frage, was willst du machen? Willst du viele schlechte Items oder dann ein gutes haben? Und hier drinnen ist es ja, ja, ergibt Sinn. Das finde ich ist auch wirklich gut. Was man noch sagen muss hier zu der Welt übrigens, die Welt um den Spawn herum, das ist komplett frei begehbar, da ist nichts irgendwie mit Alpha-Wänden oder mit beiden Hürden gemacht, aber damit man sich nicht hier einfach irgendwelche Löcher in den Boden gräbt und das hier komplett ausnutzt, sind die Ressourcen in dieser Welt weg, damit man wirklich in der Farmwelt farmt und nicht hier. Du kannst hier rumlaufen, alles machen, ne? Und, aber diese Welt hier ist halt nicht zum Farmen gedacht, damit du, da auf die Farmwelt gehst. Und man sieht ja auch die Sachen, du kannst ja halt ein Land beanspruchen, du kannst hier also ein Chunk beanspruchen und darauf halt bauen mit deinen Ressourcen, die du dann in der Farmwelt farmst oder halt im Shop kaufst. Und da sieht man hier das auch direkt mit den Grundstücken. Das finde ich eigentlich auch eine gute Sache hier mit den
dass man quasi sich die Chunks kauft und dass das direkt um den Spawn quasi herum ist, weil dann entsteht ja direkt so eine... Uiuiui, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass das direkt so hardcore hier ist, weil es ja Tag. Hier beginnt dann quasi wirklich der Ernst des Lebens und auch mein Hunger. Und ich finde da, wenn sich alle Leute wirklich so an Baustile halten und wirklich schöne Sachen bauen, das weiß ich jetzt nicht, das sieht aus wie eine Kark-Festung, Kark-Station, wer jetzt jemand X gespielt hat, finde ich ein interessantes Gerüst. Aber ich finde das gut, weil da baut sich halt wirklich was um die Welt herum auf. Events soll es auch geben, hat man mir gesagt. Es stehen V-Server zur Verfügung und, da wurde jetzt zum Beispiel gesagt, was ich mitbekommen habe, Bed Wars, glaube ich, also soll es eventuell als Events geben oder Bergcraft Labs, Bergwerk Labs, alles mögliche. Da haben sie wirklich gedacht, ja komm, permanent machen wir das nicht, weil dafür ist der Server nicht gedacht. Dieser Server ist für so Singleplayer und die Farmwelt, Jump'n'Run zum Beispiel, für die Adventure-Welt, die ich später noch zeigen werde und vor allem natürlich für dieses PvP-System, was ich wirklich einzigartig finde, mit diesen Kisten, diesen Special-Items, das ist, dieses Ninja-Schwert ist halt wirklich nur eine von tausend Sachen. Es gibt noch so viele andere Sachen und so viele Ideen, die die Leute noch haben und du kannst natürlich auch als User, wenn du jetzt irgendwie denkst, bah, das fehlt, ja gut, gehe ich auf den TS von Chillcraft, die Leute sind ganz nett und immer gut erreichbar. Dann kannst du das bestimmt auch vorschlagen und wenn das technisch machbar ist, dann denke ich mal, lässt sich das hier immer weiter erweitern mit irgendwelchen neuen Items. Also das finde ich ja wirklich, die PvP-Welt ist quasi das Goldstück von dem Server. Aber jetzt gehe ich nochmal zu dem zweiten Punkt und zwar die Adventure-Welt. Jetzt muss ich gerade gucken, weiß ich gerade nicht auf Anhieb, wo die ist. Da ist die Adventure-Map, oder wie kam ich da hin? Ach, ist gesperrt. Okay, das ist ja natürlich schade. Die hätte ich jetzt gerne gezeigt noch. Weil das ist halt eine wirklich schöne gebaute Welt von denen. Wo man halt wirklich, wenn nicht so viele Leute drauf sind, dass man da einfach wirklich rumlaufen kann. Du kannst das Secret entdecken, du kannst dir die Gegend angucken, dich mit Leuten treffen. Und alles möglich machen. Das finde ich wirklich gut und das werde ich vielleicht noch irgendwann, wenn ich dran denke, in einem anderen Video nachrechnen. Da werde ich dann halt nochmal ein extra Video über den Adventure-Bereich machen, wo ich den halt nochmal vorstelle. Und ja, genau. Was euch jetzt noch einfällt, was ich hier sehe, diese Dinger, man kann meine ich mit bestimmten Erfahrungen oder was das da war, kann man sich eine Elytra machen und dann kann man irgendwie runter sich ducken und dann springen, dann hast du so einen Megasprung und dann kannst du halt durch diese Elytra fliegen, durch diese Ringe. Was so ein bisschen ist wie, kommen wir vor, bei Harry Potter gibt es ja irgendwie so ein Ringrennen, weiß jetzt nicht genau wie das heißt, aber das finde ich wirklich so ein Ding, wenn du halt auf der Lobby bist und dann dieses Elytra-Ding machst, dann fliegst du halt damit hier durch und das finde ich ganz interessant. Da fällt mir gerade was ein, genau, das ist nämlich hier. Den kriegst du zum Beispiel geschenkt, wenn du den Jump'n'Run Parcours nämlich schaffst. Genau, der VIP Parcours für die Leute ist das nämlich, die können sich diese Elytra mit dem Supersprung machen. Die starten dann genau hier irgendwie. Genau, und dann können sie direkt hier nach oben fliegen. Das kann ich jetzt nicht, ich bin kein VIP, aber für die Leute, die es sind, ist das halt wirklich, das ist halt mega geil. Und für alle anderen gibt es, wenn sie den Jump'n'Run Parcours schaffen, ich bin absoluter Noob in Jump'n'Run. Ich werde wahrscheinlich, der Sprung ist jetzt schon, ja, das ist halt schon nichts mehr für mich. Aber ich finde, das ist halt wirklich eine nette Idee. Du kriegst nämlich, ein Secret, sage ich mal, ich verrate jetzt nichts. Du kriegst ein Secret, wenn du den Jump'n'Run Parcours geschafft hast. Ja, und das war jetzt so, was ich über den Server sagen kann. Also jetzt doch nur schon eine lange Server-Vorstellung gewesen, fand ich 20 Minuten, das war schon eine komplette Länge. Aber ich finde, der Server hat einiges zu bieten und ich habe ja noch nicht mal mit dem Adventure-Mode, der jetzt gerade wegen Backup nicht verfügbar ist, ja komplett, also, ne, vorgestellt, sondern, aber halt,
Der Server ist nett, geht da drauf, der ist wirklich nett, die Leute sind nett. Der PvP-Modus ist für mich einzigartig. Du kannst hier mit der Adventure Map, mit diesem Lobby hier, mit der Farmwelt, mit der Bauwelt auch extrem viel machen, wenn der Server gerade nicht so voll ist. Und wenn er voll ist, gehst du in den PvP, der einzigartig ist. Das sind die beiden Sachen, das sind die Sachen, die ich jetzt erwähnen kann. Die Hilfe, die ich so extrem gut finde. Also dieser Server hat einiges zu bieten und ich würde sagen, dass ich da auf jeden Fall dranbleibe, mir den angucke, öfters auch mal drauf bin, so ein bisschen PvP mache, ein bisschen rumbaue. Vielleicht werde ich irgendwann so ein Grundstück bauen, vielleicht werde ich auch irgendwann mal Videos zeigen, wie ich hier wirklich Sachen baue. Das wird vielleicht noch alles kommen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss.